Hi Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video. Diesmal habe ich wieder etwas von LSC Smart Connect und zwar die Indoor-Kamera, die man über die App ansteuern kann und in verschiedene Richtungen schauen kann. Und ja, das Ganze nimmt in Full HD auf, 1920x1080 Pixel. Wie gesagt, es ist über die App ansteuerbar, hat auch Nachtsicht auf 5 Meter. Meine Erfahrung ist, dass die Nachtsicht viel besser ist, als was es angegeben ist. Das habe ich schon bei den Outdoor-Kameras festgestellt, aber auch bei den Indoor-Kameras. Von den Indoor-Kameras nutzen wir 2, von den Outdoor-Kameras bisher 3. Aber das ist jetzt die erste Indoor-Kamera, die auch beweglich ist. Und ja, es wird 2 Videos von dem Teil geben. Eines jetzt einmal mit dem Unboxing und dann werden wir ein Testvideo starten, wo ich das Ganze dann schon auf der App installiert habe und auch einsatzbereit ist. Und ja, da werde ich euch das Ganze dann auf der App zeigen, wie das ausschaut und welche Auflösung es hat, wie das Kamerabild ist und so weiter. Es hat ja, diese Kamera hat ja ein Weitwinkelobjektiv von 100 Grad. Das ist natürlich auch sehr gut. Es ist, wird in Farbe aufgenommen, bis auf die Nachtsicht. Dort ist es ja nur schwarz-weiß, aber das ist normal. Es hat ein Zwei-Wege-Audio, also man kann hören, was dort passiert, wo die Aufnahme ist, und man kann auch über die Kamera kommunizieren mit demjenigen, der halt mit der Kamera aufgenommen wird. Aber ja, schauen wir mal in die Verpackung hinein, was da alles enthalten ist. Also ich bin eigentlich mit den Produkten von LSC Smart Connect sehr zufrieden und so wie ich das feststellen habe können in den Videos bzw. Reaktionen auf die Videos, dürften auch andere Leute sehr zufrieden sein mit den LSC Smart Connect Produkten. Und ja, denn die Nachfrage nach den Videos der LSC Smart Connect Produkte ist sehr groß. Also hier haben wir Installationsmaterial, eine SIM-Nadel, dann Dübeln, Schrauben. Dann haben wir hier das Ladegerät, USB-Kabel auf USB Typ C. Das ist schon mal sehr gut. Man geht mit der Zeit. Also man ist bei LSC Smart Connect nicht stehen geblieben. Und dann haben wir hier noch die Kamera, Bedienungsanleitung und Beschreibungen und so weiter. Aber das Ganze sollte eigentlich selbsterklärend sein. Hier kann man auch Speicherkarte reintun, dann kann man das Ganze aufnehmen. Und wie gesagt, man kann das Ganze auch auf ein Stativ installieren. Dazu hat man hier ein Gewinde. Dann hier kann man das Ganze auf Schrauben montieren, also zum Beispiel an die Decke oder so seitlich an die Wand oder wie man das Ganze halt haben möchte. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Hier viel herumtun möchte ich nicht, denn da ist ein Motor eingebaut, hier unten ist ebenfalls ein Motor eingebaut, damit man das Ganze schwenken und drehen kann. Und ja, wenn ich das jetzt mit der Hand bediene, dann geht das auch noch am Ende kaputt. Aber jetzt werde ich einmal das Ganze über meinen Laptop anschließen, denn mein Laptop hat einen Anschluss oder halt hat mehrere Anschlüsse, wo dauerhaft Strom kommt. Das ist hier ein freies. Und ja, ich stecke mal das Ganze an.
Ja, wie man sieht, hier leuchtet auch schon die LED. Ich werde mal jetzt versuchen, das Ganze zu. Ach so, da brauche ich aber Code. Und das habe ich nicht. Das Ganze dreht sich jetzt schon. Schauen wir mal, vielleicht kann ich es ja doch installieren. So, Gerät hinzufügen. Standardbezeichnung, okay, Standort, zack, einschalten, okay. So, dann Bluetooth aktivieren, müssen wir auch noch. So, Kamerasicherheit. Hier haben wir PTC-Kamera, heißt es in der App. Die müssen wir. So, 2,4 GHz, okay, weiter. Ich höre ein Geräusch, okay. Das passt. Also, das Code ist schon drin von unserem Internet und ja, da wird auch die Installation funktionieren, nehme ich ja mal an. So, das Gerät ist hinzugefügt. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Fertigstellung, okay. Sehr gut. So Leute, das ist die Kameraaufnahme jetzt. Hier von mir wartet. So, jetzt hat sich Nachtsicht eingeschaltet. Warum, weiß ich nicht. Ich zeige euch einmal ein anderes. Man kann das Ganze hier ansteuern. So, jetzt werden hier Monitor und Fernseher aufgenommen. Schaut einmal, wie gut die Aufnahme ist. Das ist ein Wahnsinn. Und vor allem, hier kann ich das Ganze auch gleichzeitig steuern auf dem Großbildschirm. So. Hier bin ich zu sehen. Also, hallo. Das ist ja schon mal sehr gut. Also, das ist die kleine Kameraaufnahme, also kein kleines Kamerabild. Und man hat auch die Möglichkeit, also hier sind die ganzen Teile, die ich installiert habe, enthalten. Und ganz, wo ist denn hier die Kamera? Aha, hier, ganz oben ist die Kamera. Und wenn ich hier, ganz oben gibt es die Möglichkeit, da habe ich jetzt alle Kameras von uns. Und insgesamt sind das 6 Kameras, die wir hier installiert haben. Eine ist im Standby-Modus, das ist in der Küche. 3 Außenkameras, eine am Dachboden und jetzt die bewegliche. Und hier habe ich wieder die Möglichkeit, hier habe ich eine große Tastenauswahl, da kann ich wieder die Kamera ansteuern. Und ja, das ist schon mal sehr gut. Insgesamt kann ich hier 16 Kameras auf einmal verfolgen. Das sind natürlich dann ganz kleine Kamerabilder. 9 Kameras, das sind dann schon größere. Und wenn ich nur 4 Kameras haben möchte, dann schaut das Ganze so aus. Aber dann sind halt nicht alle Kameras auf einen Blick zu sehen. Das ist halt der Nachteil. Ja, bei 9 Kameras sehe ich alle 6 Kameras, die wir nutzen. Das schaut dann so aus.
Aber dazu in einem eigenen Extra-Video noch mehr. Ich werde mich jetzt mit allen Funktionen vertraut machen, werde die Kamera mal schön aufstellen, damit ich dann beim nächsten Test tolle Aufnahmen mit euch machen kann, beziehungsweise auch die Funktionen ansehen kann. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das Teil hat euch gefallen. Viel ist ja nicht drin, ein Ladegerät, Kabel, USB Typ C Kabel, dann die Kamera und das war's auch schon. Bedienungsanleitung braucht man eigentlich nicht und dann hat man hier noch Teile für die Montage, Dübeln, Schrauben und das war's. Und die App braucht man dazu. Und ja, mehr nicht, das ist es dann auch schon. Okay Leute, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.